Jo meine Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Regionalliga Bayern geht wieder los. Der erste Spieltag in 2022, Saison 2021-2022 mit dem 26. Spieltag. Los geht's. Heute um 19 Uhr Spielvereinigung Unterhaching gewinnt gegen VfB Eichstätt mit 3:1. Dann eine abgesagte Partie wegen Covid oder wegen Schlechtwetter. VfC Pippinsried verliert gegen FC Bayern München 2 mit 1:5. Dann morgen um 14 Uhr TSV 1860 Rosenheim verliert gegen SC Eltersdorf klar und deutlich mit 1:6. Spielvereinigung Greuther Fürth gewinnt gegen FV Lattissen mit 2:1. Spielvereinigung Unterhaching schlägt SV Heimstetten mit 3:1. 1. FC Schweinfurt spielt gegen FC Augsburg 2 mit 1:1. Dann wieder eine abgesagte Partie. Viktoria Aschaffenburg gegen 1. FC Nürnberg 2 torlos 0:0. Dann um 14 Uhr TSV 1860 Rosenheim gegen TSV Hauptstädt 2:2. Dann SV Schalding-Heining gewinnt zu Hause gegen FC Memming 1:0. Und Sonntag um 14 Uhr TSV Buchbach verliert gegen Wacker Burghausen 3:5. So, das war's vom 26. Spieltag der Regionalliga Bayern Saison 2021-2022 mit dem Prediction. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo und dann nehmt die Glocke, die nicht vergessen, zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung und bis dann, wir sehen uns. Gut Kick, ciao!